Liebe Yogis, ich möchte euch eine Stunde Zeit für euch schenken, jetzt an den Feiertagen oder an den Tagen zwischen den Feiertagen, in den Ferien. Eine Stunde Zeit für dich selber, in der du dich ja so wohlig dehnen kannst, in der du dich leicht kräftigen kannst, in der du diesen tiefen, wohltuenden Atem aufnehmen kannst und ihn auch jetzt hier in dem Vinyasa-Flow so ganz bewusst mit deiner Bewegung verbinden kannst, wodurch du so in deinen eigenen Fluss kommst, wodurch du in den jetzigen Moment kommst und dadurch wirklich dir Zeit für dich schenken kannst. 60 Minuten nur für dich, in der es darum geht, dass es dir gut tut. Versuch über allem so dieses gewisse Leichte stehen zu lassen. Versuch, dieses Genießen an der Bewegung in den Vordergrund zu stellen und an diesem tiefen Atem. Wir beginnen wie immer in der Stille für ein paar Momente, einfach um bewusst auf deiner Yogamatte anzukommen. Finde deinen bequemen, aufgerichteten Sitz, vielleicht auch gerne so leicht erhöht. Erde dich bewusst über deine Sitzbeinhöcker, vielleicht auch unterstützt über deine Füße, die Fußaußenkanten. Fühl dich stabil geerdet und wachse aus dieser Stabilität heraus in die Aufrichtung deines Oberkörpers. Richte dich bequem auf, richte deinen Kopf so aus, als würdest du gerade ausblicken, auch wenn deine Augen schon geschlossen sind. Finde noch einmal ganz genau deinen guten Sitz hier. Geh vielleicht mit deinem Oberkörper leicht vor, so leicht zurück, vielleicht auch zu den Seiten, um zu spüren, wo ist deine Position, in der du dich gut und stabil aufrichten kannst, es aber auch bequem für dich ist. Wenn du sie gefunden hast, dann nimm so 2, 3 tiefe Atemzüge in deinen Brustkorb hinauf, die dich noch so in deiner Aufrichtung unterstützen, die dich ein Stück wachsen lassen. Und wenn du dann das dritte Mal tief einatmest, nimm deine Schultern mit nach oben bis zu deinen Ohren, um sie dann hinten unten entspannt abzulegen. Deine Hände liegen auf den Oberschenkeln oder Knien. Spür einmal ganz bewusst in deinen Körper hinein. Wie geht es dir gerade? Wo sind vielleicht Stellen, die ein bisschen eng sind, die sich jetzt freuen, wenn du sie so wohlig dehnst, wenn du ihnen wieder Platz anbietest? Versuch das einmal wahrzunehmen, mit deiner Aufmerksamkeit einmal durch deinen Körper zu wandern. Um jetzt auch noch einmal ganz bewusst ein paar Punkte zu entspannen. Beginn damit, deinen Bauchraum einmal so wirklich ganz locker zu erlauben, dass er sich heben und senken kann. Versuch, deine Bauchdecke zu entspannen. Versuch dann, deine Finger zu entspannen, sie loszulassen. Oft halten wir noch ein bisschen fest mit unseren Fingern. Komm in dieses Loslassen deiner Finger und vielleicht spürst du, dass sich dieses Loslassen deiner Finger auch auswirkt auf deine Ellbogen, sich auch auswirkt auf deine Entspannung der Schultern. Vielleicht fühlen sie sich jetzt auch ein bisschen leichter an, dein Nackenbereich. Wander mit deiner Aufmerksamkeit weiter bis zu deinem Kiefer. Entspanne deinen Kiefer. Lass deine Zunge los. Entspann das Gebiet um deine Augen, entspann deine Stirn. Mach dir noch einmal bewusst, dass die nächsten 60 Minuten Zeit für dich selber sind. Schenk dir diese Zeit. Lenk deine Aufmerksamkeit jetzt ganz bewusst auf deinen Atem. Wo kannst du deinen Atem gerade gut spüren? Versuch ihn einfach nur zu beobachten. Versuch aber jedes einzelne Einatmen, jedes Ausatmen zu beobachten, zu spüren. Und
falls deine Aufmerksamkeit zwischendurch doch vielleicht von Gedanken, die wieder zu dir kommen, abgelenkt sein sollte, dann lenk sie wieder ganz liebevoll auf die Beobachtung deines Atems zurück. Verbinde dich also immer ganz bewusst wieder mit dir, mit dem jetzigen Moment. Genieße ein paar Momente, so verbunden mit dir und deinem Atem zu sein. Und dann so langsam deinen Atem bewusst zu vertiefen. Versuch tiefer einzuatmen, so dass sich vielleicht so dein Brustkorb heben kann. Versuch vollständiger auszuatmen und komm so in deinen für dich angenehmen Rhythmus, in dem Ein- und Ausatmen so ungefähr in der gleichen Länge bleiben kann. Ein Rhythmus, der für dich bequem ist, angenehm ist, wohltuend. Und versuch, diesen tiefen Atem über die Yogastunde zu halten und versuche ihn immer wieder auch zurückzuholen, falls du ihn mal verloren hast. Ich biete dir eine wunderbare Möglichkeit, dich immer wieder so ganz bewusst mit dem jetzigen Moment mit dir zu verbinden und außerdem aber auch ganz viel Energie in dir freizusetzen. Gib jetzt ein bisschen mehr Bewegung zu diesem Atem dazu. Wenn du das nächste Mal einatmest, öffne dich, deine Schulterblätter zueinander, dein Blick so leicht nach oben. Mit deiner Ausatmung werde rund, Wirbel für Wirbel, dein Blick geht nach unten, langer Nacken. Einatmen, richte dich auf, Schulterblätter zueinander und aus, Wirbel für Wirbel, runde. Einatmen in deine Öffnung. Aus, werde rund. Lass gerne deine Augen geschlossen. Verbinde deinen Atem mit deiner Bewegung. Wenn du das nächste Mal tief eingeatmet hast, dann komm über die gekreuzten Beine in deinen Vierfüßler. Mach deine ganze Matte frei. Achte auf deine großen Hände, versuch die Finger wirklich so aufzufächern, dich gut zu erden. Stell gerne schon deine Zehen auf, schieb die Fersen so leicht zurück und in deinem Atemrhythmus komm in Katze Kuh. Werde ausatmend, Wirbel für Wirbel, rund. Einatmen, lass deine Bauchdecke los, dein Blick geht so leicht nach vorne, Brustbein schiebt vor. Aus, Wirbel für Wirbel, in deinen runden Rücken. Einatmend, dein Blick nach vorne. Versuch hier deinen Atem mit deiner Bewegung zu verbinden. Schließe gerne die Augen und vielleicht magst du dir so eine wunderschöne Perlenkette vorstellen. Die Perlen sind wie deine Wirbelkörper, die du jetzt so nacheinander erst in die eine und dann in die andere Richtung bringen kannst. Wenn du das nächste Mal nach vorne eingeatmet hast, gib ein bisschen mehr Druck in deine Hände und ausatmen, schieb dich in deinen ersten ganz entspannten, herabschauenden Hund. Geh erstmal auf der Stelle, komm hier an, rekel dich hier. Mobilisiere dich so langsam, bring langsam Bewegung in deinen Körper, geh auf der Stelle. Du bist gut geerdet über deine Hände, schiebst dich von der Richtung mit deinem Steißbein nach hinten oben, während du auf der Stelle gehst. Vielleicht auch nochmal dein Becken seitlich dehnst, mal dein rechtes Knie unter deinem Körper nach links schiebst, das linke nach rechts. Versuch, deinen Nacken hier zu entspannen, lass deinen Kopf hier gerne los. Du bist ganz stabil geerdet über deine großen Hände. Atme vor allen Dingen tiefe Atemzüge weiter hier. Genieße dieses Rekeln in deinem ersten herabschauenden Hund heute und dann komm hier so langsam zur Ruhe in deinem herabschauenden Hund. Mit dem nächsten Einatmen komm in dein erstes Brett, deine Schultern schieben über deine Handgelenke, dein Bauchnabel zur Wirbelsäule, die Fersen von dir weg.
Alternativ kannst du im Brett immer deine Knie absetzen. Atme tiefe Atemzüge weiter hier. Atme noch einmal tief ein, aus. Atme, beug so leicht deine Knie. Schieb dich in deinen herabschauenden Hund zurück. Wieder Länge in deinem Rücken. Dadurch, dass du dein Steißbein nach hinten oben schiebst, gerne so leicht gebeugte Knie. Dein Kopf lässt los, gut geerdete Hände. Mit dem nächsten Einatmen komm nochmal mit der Leichtigkeit in dein Brett zurück. Deine Hände schieben ganz aktiv in die Matte. Bauchnabel zur Wirbelsäule, die Fersen von dir weg. Mit deiner nächsten Ausatmung beuge wieder deine Knie und schieb dich wohlig in deinen herabschauenden Hund zurück. Aus deinen stabilen Händen tiefe Atemzüge weiterhin. Einatmen ins Brett. Achte drauf, hier wirklich die Hände aktiv in die Matte zu schieben. Atme noch einmal tief ein, ausatmen, senk dich ab. Knie, Brust und Kinn gehen auf den Boden. Komm, einatmen, nur aus der Kraft deines Rückens in deine erste kleine Kobra. Öffne dich hier, Schultern schieben nach hinten unten. Ausatmen, senk dich wieder ab. Einatmen, nur die kleine Kobra, du hast wenig Gewicht auf den Händen, Schultern, hinten, unten. Aus, senk dich ab. Einatmen, öffne dich noch einmal in der kleinen Kobra, schieb dich ausatmend in deinen herabschauenden Hund zurück. Komm hier wieder an, fühl dich gut geerdet über deine großen Hände, lass deinen Kopf nochmal bewusst los, atme weiter tief. Mit dem nächsten Einatmen für das rechte Bein ganz leicht nach hinten oben. Bleibe hier für die Ausatmung. Atme noch einmal ein, ausatmend. Setz dein rechter Fuß zwischen deinen Händen ab. Komm in deinen ersten Sprinter. Richte dich aus, dein Knie ist über deinem Fußgelenk, dein Fuß gut geerdet, dein hinterer Fußballen. Auch hier könntest du alternativ dein Knie absetzen. Wenn du gut stehst, dich stabil fühlst, dann schieb das Brustbein vor. Deine Schultern sind ganz leicht. Das heißt, du kannst hier die Länge und den Platz schaffen. Atme weiter hier. Atme noch einmal tief ein, ausatmen, schieben deine Hände in die Matte. Du löst leise deinen rechten Fuß. Schiebst dich wieder in deinen herabschauenden Hund zurück und spürst wieder diese wohlige Länge in deinem Rücken. Dein Steißbein schiebt nach hinten oben. Einatme dein linkes Bein nach hinten oben. Bleibe hier für die Ausatmung. Atme noch einmal ein, heb deine rechte Ferse, ausatmen. Dein linker Fuß zwischen deine Hände. Komm auch hier erstmal in deinem Sprinter an, Knie über Fußgelenk. Erde deine Füße gut und dann wachse. Brustbein schiebt vor, Schultern so leicht zurück. Tiefe Atemzüge. Alternativ auch gerne dein Knie absetzen. Bleib in deinem Level, sodass du nachher mit so frischer, guter Energie in den Tag gehen kannst. Atme weiter hier. Atme noch einmal tief ein, ausatmen, schieb deine Hände in die Matte. Löse in deinen herabschauenden Hund zurück. Schieb dich wieder in diese Länge hinein. Dann der nächsten Ausatmung, komm ins Brett. Atme hier tief ein und aus, senk dich ab. Komm einatmen in deine kleine Kobra, öffne dich, die Schultern rollen nach hinten unten. Und aus, senk dich ab. Einatmen, deine kleine Kobra, vielleicht gibst du ein bisschen mehr Kraft rein, öffnest dich noch weiter, Schultern nach hinten, unten, dein Bauchnabel schiebt leicht zur Wirbelsäule. Mit deiner nächsten Ausatmung senk dich ab. Einatmen, deine kleine oder deine größere Kobra, öffne dich hier. Ausatmend, herabschauender Hund. Komm auf deine Zehenspitzen, beuge deine Knie, dein Blick geht nach vorne, einatmen. Komm nach vorne gelaufen in deinen geraden Rücken. Dein Brustbein schiebt nach vorne, dein Steißbein nach hinten, langer Nacken hier. Atme hier tief ein, ausatmen, sink in deine Vorbeuge. Komm einatmen, zurück in deinen geraden Rücken. Dein Brustbein schiebt noch einmal ganz bewusst nach vorne. Aus, senk dich ab, lass deine Schultern, lass deinen Kopf hier los. Beuge deine Knie, nimm die Hände, Namaste, einatmen, schieb die Hände nach oben, dein Blick folgt, streck dich so schön
Und ausatmen, senk deine Arme über die Seite. Komm in deinen ersten Berg heute, Tadasana. Füße parallel zueinander, nimm gerne alle zehn Zehen einmal bewusst hoch. Schieb deinen Fußballen vom großen bis zum kleinen Zeh in die Matte und jetzt schieb dazu noch deine Fersen bewusst in die Matte. Versuch so wirklich so stabil in die Matte zu schieben. Deine Knie sind so leicht gebeugt, Bauchnabel schiebt zur Wirbelsäule, deine Schultern sind einatmen nach oben, aus nach hinten, unten, dein Blick ist gerade ausgerichtet. Komm in deinen tiefen Atem zurück. Vielleicht magst du auch deine Augen schließen, lass deine Zehen jetzt gerne runter. Spür deinen tiefen Atem, wie sich vielleicht einatmen, dein Brustkorb heben kann. Ausatmen, wieder senken kann. Spür, dass deine Schultern möglichst entspannt hinten unten abliegen. Spür die gute Erdung, deinen stabilen Stand über deine Füße. Fußballen und Ferse schieben immer noch in die Matte. Und jetzt wachse aus dieser Stabilität heraus. Nimm ein, atme ganz leicht deine Arme nach oben. Schultern bleiben tief, Bauchnabel schiebt immer noch zur Wirbelsäule. Atme noch einmal tief ein und aus, atme fließ in eine ganz lockere Vorbeuge. Lass deine Schultern los, nick gern mal mit deinem Kopf, lass deine Knie so leicht. Füße schieben immer noch stabil in die Matte, wenn du einatmest, jetzt in deinen geraden Rücken zurückkommst. Brustbein schiebt wieder nach vorne. Ausatmen, setz deine Hände ab. Dein rechter Fuß macht einen großen Schritt zurück. Du bist wieder im Sprinter, erde dich hier gut. Schieb deinen vorderen Fuß, auch hier Fußball und Ferse in die Matte, dein hinterer Fußball und die Füße schieben von der Kraft so leicht zueinander. Brustbein schiebt vor, du atmest weiterhin tief und gleichmäßig. Atme noch einmal tief ein, ausatmen, schieb deine Hände mehr in die Matte. Löse deinen linken Fuß in deinen herabschauenden Hund und schieb dich wieder so aus deinen stabilen Händen raus in die Länge deines herabschauenden Hundes. Mit deiner nächsten Einatmung komm ins Brett. Atme weiter. Und ausatmen, senk dich ab. Öffne dich einatmen in deine Kobra. Es kann die kleine, es kann auch die größere Kobra sein. Schultern rollen hier nach hinten unten. Bauchnabel schiebt leicht zur Wirbelsäule. Mit deiner nächsten Ausatmen komm über deinen Vierfüßler in deinen herabschauenden Hund zurück. Lass deinen Kopf hier los. Spür wieder so eine leichte Beweglichkeit auch hier in deinem herabschauenden Hund. Initiiert auch durch deinen Atem. Bleib in den tiefen Atemzügen. Komm hier auf deine Zehenspitzen, beuge deine Knie, dein Blick geht nach vorne ein, atmen, geht dein rechter Fuß zwischen deine Hände zurück. Du bist wieder im Sprinter. Dem nächsten Einatmen, dein linker Fuß neben dein rechten, du sinkst in deine Vorbeuge zurück, lässt deine Schultern und dein Kopf nochmal ganz bewusst los. Füße schieben schon stabil in die Matte. Beuge die Knie, die Hände, Namaste, einatmen, wachse wieder aus den stabilen Füßen aus in die Länge und ausatmen, senk deine Arme über die Seite. Du bist in deinem Berg zurück, nimm dir hier nochmal so 2, 3 Atemzüge Zeit, dein Fundament bewusst aufzubauen, Fußballen und Ferse schieben aktiv in die Matte, Knie sind leicht beweglich. Bauchnabel schiebt zur Wirbelsäule und du wirst weit im Oberkörper, Schultern sind hinten unten abgelegt, dein Blick gerade ausgerichtet. Spür deine tiefen Atemzüge hier, dieses leichte Heben vielleicht deines Brustkorbs. Mit deinem nächsten Einatmen lass deine Arme wieder ganz leicht nach oben fließen. Ausatmen, lass los in deiner Vorbeuge, Schultern und Kopf dürfen entspannen. Einatmen, schieb dich in deinen geraden Rücken, dein Brustbein nach vorne, dein Steißbein nach hinten, gern auch hier so leicht gebeugte Knie. Atme hier noch einmal ein, ausatmen, setz deine Hände ab, dein linker Fuß macht einen großen Schritt zurück in deinen Sprinter auf dieser Seite. Auch hier erde dich, dein rechter Fuß schiebt aktiv in die Matte, dein Hinterfußballen und dann wachse, Brustbein vor, die Schultern leicht. Spür deine tiefen Atemzüge hier. Atme hier noch einmal ein, ausatmen, schieb deine Hände in die Matte, löse deinen rechten Fuß
Schieb dich in deinen herabschauenden Hund. Mit deiner nächsten Einatmung komm in dein Brett. Ausatmen, senk dich ab. Öffne dich einatmen in deine Kobra. Es kann die kleine, es kann die größere Kobra sein. Und komm ausatmen wieder in deinen herabschauenden Hund zurück. Schieb dich nochmal in die Länge. Schieb nochmal aus deinen stabilen Händen heraus dein Steißbein nach hinten oben. Lass deinen Kopf los, spür deinen tiefen Atem hier. Komm auf die Zehenspitzen, beuge deine Knie, dein Blick geht nach vorne, einatmen, geht dein linker Fuß zwischen deine Hände zurück. Dem nächsten einatmen, dein rechter Fuß dazu, sink in die Vorbeuge. Beug die Knie, die Hände, Namaste, atme ein, nach oben und ausatmen, senk deine Arme über die Seite ab. Komm wieder ganz bewusst in deinen Berg, in Tadasana zurück. Erde nochmal deine Füße, wachs aus der Stabilität heraus, Schultern entspannt, hinten unten abgelegt, dein Blick gerade ausgerichtet. Spür deinen tiefen Atem in deinem Körper, diesen Raum, den du für deinen Atem hast und vielleicht auch ein bisschen erweiterst durch diese Dehnung in alle Richtungen. Und jetzt stell dir vor deinem inneren Auge gern vor, wie du jetzt die nächsten zwei Runden Sonnengrüße so richtig in deinen Fluss kommst, indem du deinen Atem mit deiner Bewegung verbindest und über allem dieses Gefühl der Leichtigkeit ganz bewusst stehen lässt. Einatmen, nimm deine Arme nach oben. Ausatmend, fließe in deine Vorbeuge. Einatmen, dein gerader Rücken. Ausatmen, setz deine Hände am rechter Fuß einen großen Schritt zurück. Einatmen, schieb dein Brustbein vor. Aus, herabschauender Hund. Einatmend in dein Brett. Aus, senk dich ab. Einatmen, deine Kobra. Aus, dein herabschauender Hund. Einatmen, rechter Fuß zwischen deine Hände, Brustbein schiebt mit vor. Aus, links dazu, Vorbeuge. Beug die Knie, die Hände, Namaste, einatmen, schieb die Hände nach oben und aus. Senk die Arme über die Seite ab. Einatmen, nimm deine Arme nach oben und wachse. Aus, fließ in deine Vorbeuge. Einatmen, gerader Rücken. Ausatmen, setz die Hände ab, linker Fuß, einen großen Schritt zurück. Einatmen, schieb dein Brustbein vor, aus, herabschauender Hund. Einatmen, dein Brett, aus, senk dich ab. Öffne dich, einatmen in deiner Kobra, aus, herabschauender Hund. Einatmen, dein linker Fuß zwischen deine Hände, aus, rechts dazu vor. Beug die Knie, die Hände, Namaste, einatmen, schieb sie nach oben, aus, senk die Arme über die Seite ab. Atme noch einmal ein, deine Arme fließen hoch, aus sind deine Vorbeuge. Einatmen, gerader Rücken, aussetz deine Hände ab, rechter Fuß, einen großen Schritt zurück. Einatmen, Brustbein schiebt vor, aus, herabschauender Hund. Einatmen in dein Brett, aus, senk dich ab. Öffne dich, einatmen in deiner Kobra, aus, herabschauender Hund. Einatmen, dein rechter Fuß nach vorne, aus, links dazu Vorbeuge. Beug die Knie, die Hände, Namaste, einatmen, schieb sie hoch und ausatmen, senk sie über die Seite ab. Einatmen, deine Arme nach oben und komm in deinen Fluss, ausatmend in die Vorbeuge. Ein, dein gerader Rücken. Ausatmen, setz die Hände ab, linker Fuß, einen großen Schritt zurück. Einatmen, dein Brustbein schiebt vor. Aus, herabschauender Hund. Einatmen in dein Brett. Aus, senk dich ab. Einatmen, deine Kobra. Aus, herabschauender Hund. Einatmen, dein linker Fuß zwischen deine Hände.
aus, rechts dazu vorbeugen. Beug die Knie, die Hände, Namaste, atme ein und wachse. Und aus, senk die Arme über die Seite ab. Komm in deinen Berg zurück. Erde dich noch einmal bewusst. Fußball und Ferse schieben in die Matte. Knie sind so leicht beweglich, Schultern hinten, unten. Dein Blick ist gerade ausgerichtet, tiefe Atemzüge. Mit deiner nächsten Einatmung nimm deine Arme gerne hoch und setz dich tief in Utkatasana. Gewicht ist eher auf den Fersen, Bauchnabel schiebt zur Wirbelsäule. Atme in diese Öffnung deines Brustkorbs hier hinein. Und ausatmend in die Vorbeine. Einatmend dein gerader Rücken. Aus, zurück, Vorbeuge. Einatmend dein gerader Rücken. Ausatmend, setz deine Hände ab und komm in zwei großen Schritten in deinen herabschauenden Hund. Erde dich über deine großen Hände. Werde ganz stabil, schieb deinen Steißbein nochmal ganz bewusst nach hinten um. Einatmen und das rechte Bein nach hinten oben ganz leicht. Aus, dein Knie zum Herzen, deine Schultern wandern über deine Handgelenk. Einatmen, schieb deinen rechten Fuß noch einmal nach hinten, werde ganz lang. Und ausatmen, setz deinen rechten Fuß zwischen deinen Händen ab. Du bist wieder in deinem Sprinter angekommen, nimm dir Zeit, dich gut zu erden. Fußballen und Ferse schieben in die Matte, dein hinterer Fußballen. Füße von der Kraft leicht zueinander, um dich dann möglichst stabil aufzurichten in deinen ersten Krieger heute. Komm erstmal an in deinem Krieger hier auf dieser Seite. Komm in deinen tiefen Atemzügen wieder an, Bauchnabel bleibt zur Wirbelsäule gezogen. Wenn du möchtest, nimm deine Arme hoch. Und spür mal, wie viel Raum du hast in deinem Brustkorb, in den du einatmen kannst, nach vorne, aber auch in deine Flanken, in deine Seiten. Spür diesen großen Raum, während du stabil über beide Füße, beide Beine geerdet bist. Dein Bauchnabel immer noch so leicht zur Wirbelsäule schiebt. Atme noch einmal tief ein, lass den Bauchnabel zur Wirbelsäule gezogen und ausatmen, komm in deinen ersten Twist, dein rechter Arm dreht zurück, dein linker nach vorne. Atme weiter hier, einatmen, Länge aus, vielleicht ein kleines Stück weiter in den Twist. Komm einatmen, zurück zur Mitte. Und ausatmend, setz deine Hände ab. Komm in deinen herabschauenden Hund zurück. Einatmen ins Brett. Senk dich ausatmen ab, vielleicht auch als Ganzes oder Knie, Brust und Kinn. Öffne dich einatmen in deine Kobra. Ausatmend herabschauender Hund zurück. Gut geerdete Hände, Länge in deinem Rücken, ganz entspannter Nacken. Einatmen, fühlst das linke Bein nach hinten oben. Ausatmen, dein Knie zum Herzen, die Schultern über deine Handgelenke. Einatmen, werde wieder ganz lang, deine linke Ferse schiebt zurück. Ausatmen, setz deinen linken Fuß zwischen deinen Händen ab. Komm auch hier erstmal in deinem Sprinter an und erde dich. Die Füße sind geerdet und von der Kraft schieb sie gern noch zueinander. Bau ein bisschen mehr Kraft in deinen Beinen auf, um dich dann geführt in deinen ersten Krieger auf dieser Seite aufzurichten. Komm auch hier erstmal an, spür auch hier erstmal einerseits deinen stabilen Stand über deine Füße, Beine, Bauchnabel schiebt zur Wirbelsäule, spür aber auch die Aufrichtung im Oberkörper, Schultern hinten unten abgelegt, vielleicht deine Arme aufgenommen, nach oben gestreckt, die Schultern bleiben tief. Komm wieder in deine tiefen Atemzüge, um auch hier deinen Raum zu spüren, in den du atmen kannst. Dein Brustraum, der sich vielleicht nach vorne und zu den Seiten ein bisschen heben und weiten kann mit jedem Einatmen. Lass dein Bauchnabel zur Wirbelsäule gezogen, schieb nach, atme noch einmal ganz tief ein und ausatmen, dreh dich nach links. Tiefe Atemzüge jetzt hier in diesem Twist. Einatmen in deine Aufrichtung, ausatmen vielleicht ein kleines Stück weiter. Dein Bauchnabel bleibt zur Wirbelsäule gezogen.
Bleib in den tiefen Atemzügen. Und dann der nächsten Einatmung, komm zurück zur Mitte. Streck deine Arme noch einmal hoch, ausatmend. Komm in deinen herabschauenden Hund zurück. Einatmen ins Brett. Sank dich ausatmend ab. Öffne dich einatmen in deine Kobra. Aus, herabschauender Hund. Komm auf deine Zehenspitzen, beuge deine Knie. Dein Blick geht nach vorne, einatmen, komm nach vorne gelaufen. In deinen geraden Rücken zurück. Aus, sink tief in deine Vorbeuge. Achtung, einatmen noch einmal Utkatasana. Setz dich noch einmal tief mit deinem Becken. Bleib weit in deinem Oberkörper, in deinem Brustkorb. Und aus, Tadasana. Nimm dir hier 2, 3 Atemzüge Zeit in Tadasana, in deinem Berg. Eine wunderbare Übung, um dich immer wieder bewusst zwischendurch zu erden, deinen stabilen Stand aufzubauen, aus dieser Stabilität aber auch bequem zu wachsen, deine Schultern hinten unten abzulegen, die Weite in deinem Brustkorb zu spüren, deinen gerade ausgerichteten Kopf. Schließ gerne deine Augen, spür in deinen Berg, in dich hinein. Die Verbindung zum Boden, aber auch die Weite. Und spür vor allen Dingen deinen tiefen und gleichmäßigen Atem. Mit dem nächsten Einatmen lass deine Arme ganz leicht nach oben fließen. Schultern bleiben tief. Ausatmend, komm in deine Vorbeuge. Einatmen, dein gerader Rücken. Aussetz deine Hände ab. Dein rechter Fuß macht wieder einen großen Schritt zurück. Der Sprinter hier, um dich wieder stabil aufzubauen. Wenn du soweit bist, dich aufzurichten in dein Krieger 1. Komm hier an, achte darauf, Hüfte ist gerade, Bauchnabel schiebt zur Wirbelsäule, dein Oberkörper aufgerichtet. Nimm gerne deine Arme nach oben, atme weiter hier. Spür wieder diesen großen Atemraum hier. Mit dem nächsten Einatmen streck das vordere Bein, dreh deinen hinteren Fuß auf. Und komm in deinen zweiten Krieger. Achte hier darauf, das Knie über dein Fußgelenk auszurichten. Erde dich gut über beide Füße, hier beim hinteren Fuß gerade die Außenkante. Und lass deinen Oberkörper über deinem Becken. Wenn du gut stehst, dann löse locker deine Arme zu den Seiten. Nimm gerne nochmal deine Hand in Flächen nach oben. Drehe ein bisschen locker dadurch deine Schulterblätter. Bleib in deinen tiefen Atemzügen hier. Spür den Atemraum hier, den du auch hier im Krieger 2 so wunderbar schaffen kannst. Leg jetzt deine rechte Hand locker auf dem rechten Oberschenkel ab. Einatmen, schieb deinen linken Arm nach oben. Weite hier in deiner linken Flanke und ausatmen. Lehn dich so leicht nach rechts. Linke Schulter über deiner rechten. Vorderes Knie bleibt noch Richtung Beugung. Du bleibst stabil, atme hier tief ein. Vielleicht besonders hier in deine linke Flanke hinein. Dann bring das linke Bein bis kurz vor die Streckung. Stell dir vor, jemand zieht an deiner linken Hand. Da, wo du gut ankommst, da leg ganz locker deine linke Hand ab. Schieb jetzt deinen rechten Arm nach oben. Das heißt, du schiebst die Schulterblätter auseinander. Bleib stabil geerdet hier, dein Blick geradeaus, vielleicht auch zu deiner rechten Hand. Und jetzt, wenn du gut stehst, dann versuch nochmal deinen rechten oberen Hüftknochen so leicht wieder zurückzuschieben. Nimm mir ein paar tiefe Atemzüge in Trikonasana. Deine Füße schieben von der Kraft so leicht auseinander. Bleiben gut geerdet, dein Atem bleibt tief. Komm jetzt einatmen, zurück nach oben, ausatmen noch einmal in deinen zweiten Krieger. Dann dreh dich mit deinen Händen zurück, stell sie um deinen rechten linken Fuß herum, dein Brustbein schiebt hier nach vorne. Atme noch einmal tief ein in diese Länge, ausatmend, komm in deinen herabschauenden Hund zurück.
Schieb dich nochmal so richtig wohlig in die Länge in deinem herabschauenden Hund hier. Atme weiter, lass deinen Kopf los. Komm auf deine Zehenspitzen, beuge deine Knie. Dein Blick geht nach vorne, wenn du einatmest, nach vorne gelaufen kommst. Zurück in deinen geraden Rücken. Um ausatmen, nochmal so wohlig in deine Vorbeuge zu sinken, deinen Kopf und deine Schultern loszulassen. Komm einatmen in deinen geraden Rücken zurück. Ausatmen, setz deine Hände ab. Jetzt mach dein linker Fuß einen großen Schritt zurück. Erde dich auch hier bewusst über deine Füße, wenn du deinen Stand gefunden hast. Richte dich auf in deinen ersten Krieger. Ich wechsle nochmal eben die Seite. Bleib du gerne, wo du bist. Finde auch hier wieder deinen stabilen Stand. Bauchnabel schiebt zur Wirbelsäule, Schultern hinten unten. Vielleicht möchtest du deine Arme öffnen und nochmal so ganz bewusst in diesen so schön erweiterten oder geweiteten Brustkorb vorne auch zu den Seiten einatmen. Mit dem nächsten Einatmen streckt das vordere Bein, dreht deinen hinteren Fuß auf, die Außenkante schiebt in die Matte, schiebt dein vorderes Knie wieder gerade über dein rechtes Fußgelenk. Dein Oberkörper bleibt über deinem Becken, Bauchnabel zur Wirbelsäule und dann löse leicht deine Arme und blick über deinen vorderen Mittelfinger. Auch hier gerne nochmal deine Hand in Flächen nach oben, dreh sie gerne so ein paar Mal hin und zurück. Bleib vor allen Dingen in deinen tiefen Atemzügen. Sie bringen dich immer wieder in deine Entspannung zurück. Atme weiter hier. Bleib stabil stehen. Achte nochmal auf das vordere Knie. Das möchte manchmal gerne ausweichen. Lass es über deinem vorderen Fußgelenk. Leg jetzt deine linke Hand ganz locker auf dem Oberschenkel ab. Einatmen. Wächst dein rechter Arm nach oben und aus. Lehn dich leicht zurück. Das heißt, rechte Schulter über deine linke Schulter. Wir schaffen Platz hier in der rechten Flanke. Lass dein rechtes Knie über deinem rechten Knöchel. Atme in deine rechte Flanke hinein, schaff dort den Raum. Bring jetzt einatmen das rechte Bein bis kurz vor die Streckung. Stell dir vor, jemand zieht an deiner rechten Hand. Da, wo du gut hinkommst, leg ganz locker deine rechte Hand ab. Streck deinen linken Arm nach oben. Schieb richtig so die Schulterblätter, die Hände auseinander. Bleib stabil stehen. Die Füße schieben von der Kraft so leicht auseinander. Dein Blick nach vorne, vielleicht aber auch zu deiner linken Hand. Wenn du deinen Stand erstmal so gefunden hast, versuch vielleicht noch deinen linken oberen Hüftknochen, dieser kleine, der so manchmal hier rausguckt, wieder zurückzuschieben. Atme tiefe Atemzüge hier in Trikonasana. Versuch auch hier nicht starr zu werden. Spür Stabilität, aber spür auch so eine leichte Beweglichkeit, deinen Raum hier. Komm einatmen, zurück nach oben. Aus in deinen zweiten Krieger zurück. Dreh dich mit deinem Oberkörper über deinen rechten Fuß. Setz deine Hände auf, schieb nochmal dein Brustbein nach vorne für Länge hier. Und ausatmend komm in deinen herabschauenden Hund zurück. Schieb dich nochmal in die Länge deines Rückens, dein Steißbein nach hinten oben. Bleib hier gerne so leicht beweglich. Lass deinen Kopf noch einmal los, komm auf deine Zehenspitzen, beuge die Knie, dein Blick geht nach vorne, einatmen. Komm nach vorne gelaufen, in deinen geraden Rücken zurück. Sink aus, atme nochmal wohlig in deine Vorbeuge. Bleib einen Moment hier, löse deine Schultern, löse deinen Kopf, nick gerne einen Moment, atme weiter. Spür deinen stabilen Stand hier, aus dem heraus du dich loslassen kannst. Beuge die Knie, die Hände, Namaste, einatmen, schieb die Hände nach oben. Ausatmen, senk sie über die Seite ab. Komm noch einmal ganz bewusst in deinen Berg hier. Erde dich, wachse aus dieser Erdung heraus. Schultern hinten unten. Spür deinen tiefen Atem hier.
Einatmen, nimm deine Arme nach oben, wachse noch einmal in die Länge, ausatmen, fließe in deine Vorbeuge. Einatmen, dein gerader Rücken. Ausatmen, setz deine Hände ab, dein rechter Fuß macht einen großen Schritt zurück. Setz jetzt das rechte Knie von der Richtung eher so ein bisschen nach hinten ab, lass deine Zehen gerne aufgestellt, richte deinen Oberkörper auf. Gut geerdeter vorderer Fuß, Bauchnabel schiebt zur Wirbelsäule. Nimm jetzt deine Hände, schieb sie so auseinander. Schaff auch hier ganz viel Raum in deinem Brustkorb. Atme tief weiter, Bauchnabel schiebt zur Wirbelsäule. Atme hier einmal ein, ausatmen, dreh dich nach links. Tiefe Atemzüge hier. Komm zurück zur Mitte. Bauchnabel schiebt zur Wirbelsäule. Vielleicht möchtest du noch mal in so eine leichte Rückbeuge gehen. Dich so richtig weit machen. Schulterblätter zueinander. Dein Brustbein schiebt nach oben. Während dein Bauchnabel immer noch so leicht zur Wirbelsäule schiebt, atme noch einmal tief ein. Ausatmen, setz deine Hände vorne ab. Löse dein rechtes Knie und schieb dich einmal in deinen herabschauenden Hund zurück. Komm auf deine Zehenspitzen, beuge die Knie einatmen, komm nach vorne gelaufen, zurück in deinen geraden Rücken. Ausatmen, sink tief in deine Vorbeuge zurück. Einatmen, dein gerader Rücken und ausatmen, setz deine Hände ab, dein linker Fuß macht den großen Schritt zurück. Auch hier setze das linke Knie ein Stück weiter hinten ab, lass deine Zehen aufgestellt und richte deinen Oberkörper auf. Komm erstmal hier an. Tiefe Atemzüge, dann löse deine Hände auseinander, schieb sie auseinander. Spür die Weite in deinem Brustkorb. Hier lass dein Bauchnabel zur Wirbelsäule gezogen, atme hier tief ein, ausatmen, twiste noch einmal nach rechts. Atme tief ein und aus. Immer in deinem Level, bleib ganz bei dir. Gib so viel Kraft, wenn wie es heute, jetzt in dem Moment zu dir passt. Versuch den Ehrgeiz auszuschalten. Komm einatmen zurück zur Mitte. Auch hier vielleicht gerne nochmal die Herzöffnung. Hier Bauchnabel schiebt zur Wirbelsäule. Eine leichte Rückbeuge, Schulterblätter zueinander. Brustbein schiebt nach oben. Du atmest tief weiter. Bauchnabel bleibt immer noch zur Wirbelsäule gezogen. Atme noch einmal tief ein, ausatmen. Setz deine Hände ab, löse dein linkes Knie und schieb dich einmal in deinen herabschauenden Hund zurück. Einatmen, setz deine Knie ab, komm in deinen Vierfüßler. Erde dich wieder mit deinen großen Händen, stell gerne die Zehen auf und schieb dich jetzt einmal so ganz langsam in deinen runden Rücken. Lass dir Zeit, wir bleiben 2, 3 Atemzüge hier. In dem runden und damit ganz langen Rücken. Schieb deine Hände aktiv in die Matte. Lass deinen Nacken ganz lang werden. Atme weiter hier. Ganz viel Länge für deinen Rücken, für deinen Nacken. Komm einmal in die Gegenbewegung, lass deine Bauchdecke los. Ein kleines geführtes Hohlkreuz, dein Brustbein schiebt nach vorne, versuch deinen Kopf nicht zu überstrecken. Blick ist so schräg vor dir, auf den Boden gerichtet. Vielleicht spürst du auch hier einatmen, ein bisschen Raum in deinem vorderen Brustkorb. Bleib auch hier ein paar Atemzüge. Komm in die neutrale Position des Vierfüßers zurück, überkreuze deine Füße, laufe mit deinen Händen zu deinem Körper hin, sodass deine Füße wieder nach vorne kommen. Komm einmal hier in deinen Langsitz, erde dich über beide Sitzbeinhöcker, schieb deine Zehen zu dir ran, richte dich in deinem Oberkörper auf. Nimm hier 2, 3 tiefe Atemzüge. Auch hier sind deine Schultern hinten unten abgelegt. Dein Blick ist gerade ausgerichtet.
Deine tiefen Atemzüge lassen vielleicht wieder deinen Brustkorb sich so leicht anheben und senken mit dem Ausatmen. Komm erstmal jetzt in den kleinen Schmetterling, deine Fußsohlen aneinander, deine Knie fallen zur Seite, fass deine Füße an, versuch dich in deinem Oberkörper wieder aufzurichten, locker gern so ein bisschen deine Knie. Wir bereiten die Schildkröte vor, Kurmasana, eine wunderbare Vorbeuge, in der man sich so schön, finde ich, entspannen und zurückziehen kann und sich eine kleine Pause nehmen kann. Und gerade darum geht es ja oft, dass wir uns oft so kleine Pausen gar nicht nehmen, aber es uns super gut tun würde mal, wenn es nur ein paar Minuten ist, mal wirklich dann immer zwischendurch auch zu uns zurückzukommen, uns hineinzuspüren, wie es uns eigentlich geht. Lass deine Fußsohlen gerne so aneinander, schieb sie leicht nach vorne und nimm jetzt deine Hände unter deinen Waden durch, fass ganz locker deine Füße. Du kannst mit dem Abstand deiner Füße auch gerne ein bisschen spielen. Und jetzt versuch wirklich im Oberkörper hier loszulassen. Versuch deine Schultern loszulassen, deinen Kopf loszulassen. Komm erstmal an hier in deiner Schildkröte in Kurmasana. Spür mal von deinem unteren Rücken immer weiter nach oben. Vielleicht spürst du auch hier Stellen, die vielleicht eng sind. Spür gerne über deine Schultern, deinen Nacken, deinen Kopf. Sag dir gerne innerlich deine Worte: Lass beim Einatmen und los beim Ausatmen. Lass los. Lass vielleicht Spannung, lass vielleicht Enge los mit jedem Ausatmen. Oder lass vielleicht auch sinnbildlich Gedanken los, die dich stressen. Situationen, die dich gestresst haben. Versuch sie mit jedem Ausatmen bewusst loszulassen. Und du kannst auch gerne mal dich durch deinen geöffneten Mund hier ausatmen, um dieses Loslassen ein Stück mehr zu verstärken, noch mehr wirklich gehen zu lassen. Vielleicht spürst du, wie du immer tiefer, so ganz von alleine sinken kannst, immer tiefer in dein Loslassen kommst, mit jedem Ausatmen ein Stück mehr. Auch hier geht es nicht darum, wie tief du jetzt wirklich körperlich kommst. Es geht um das innere Loslassen. Dann richte dich ganz langsam wieder auf. Unterstütze dich gerne mit deinen Händen, dich wieder so ganz langsam in die Aufrichtung zu bringen, deines Oberkörpers. Komm an den Anfang deiner Matte, stell deine Füße auf, richte dich auf, lass die Kraft deiner Bauchmuskeln dich unterstützen, wenn du dich so Wirbel für Wirbel in die Bauchlage bringst. Lass deine Füße gerne mit anheben, dann kannst du sie nämlich gleich eng an deinem Körper abstellen, dich hier gut erden. Vielleicht magst du dir einen Klotz hier zwischen deinen Oberschenkel nehmen oder ein Buch. Wir wollen nochmal unser Herzraum ganz bewusst öffnen. Versuch, deine Arme so eng an den Körper zu bringen, sodass deine Schulterblätter auf dem Rücken schon so zueinander streben, deine Schultern in die Matte schieben. Und wenn du jetzt tief einatmest in deinen Brustkorb, wirst du vielleicht spüren, wie sich dein Brustkorb hier einatmend heben kann, ohne dass dein Becken sich gehoben hat. Nimm hier erstmal so 2, 3 tiefe Einatmungen Richtung deines Brustkorbs. Spür, wie du von der Kraft her auf deinen Schulterblättern, auf deinen Schultern stehst. Dein Nacken ist hier ganz entspannt. Du kannst auch gerne mit deinem Kinn dich so ein bisschen bewegen, um das nochmal zu spüren. Deine Füße sind gut geerdet und bleib entweder hier oder komm mit dem nächsten Einatmen, wenn du deinen Brustkorb gefüllt hast, mit deinem Becken hinterher, heb es gerne an, nimm deine Hände, verschränk sie unter deinem Rücken und lauf jetzt gerne noch mit deinen Schulterblättern weiter zueinander,
sodass du richtig wie auf zwei Schienen hier stehen kannst, auf deinen Schulterblättern, auf deinen Schultern. Versuch nochmal bewusst deinen Nacken zu lockern. Spür, wie deine Füße aktiv in die Matte schieben, die Knie in einer Linie bleiben. Und jetzt spür wieder deinen tiefen Atem hier. Der auch hier dein Brustkorb sich heben lässt, der hier diese Weite schafft. Spür noch einmal diese Öffnung hier. Öffne dein Herz für die ganzen schönen Dinge um dich herum, in dir drin. Atme noch einmal tief ein. Und dann ausatmen, löse deine Hände und komm wieder so Wirbel für Wirbel in die Rückenlage zurück. Nimm noch einmal deine Knie zu dir ran und schaukel auf dem unteren Rücken so sanft von Seite zu Seite. Noch einmal mit in die halbe Kerze. Vielleicht möchtest du dir ein Klotz hier unter dein Kreuzbein legen oder schieb einfach deine Füße Richtung Decke. Bring Spannung in deine Beine, in deine Füße, aber ganz bewusst Entspannung in deinen Oberkörper, in deine Hände, in deine Arme, Schultern und Nacken ganz entspannen. Nur Beine und Füße sind unter Spannung. Wenn du hier noch ein paar tiefe Atemzüge in dieser Umkehrung nimmst, die halbe Kerze, die auch eine wunderbare Feierabendübung ist, kannst du sie auch gerne länger halten, bequemer halten, dadurch, dass du deine Beine so locker gegen eine Wand lehnst und einfach mal so 10 Minuten da liegen bleibst. Probier das gerne mal für dich aus. Ob sie dir ein bisschen Harmonie am Feierabend bringen kann, deine ganzen Standübungen sozusagen des Tages ausgleichen kann, auch wenn du gar kein Yoga geübt hast. Wir sind ja doch sehr häufig in den Standübungen. Gleich sie so gerne aus. Atme noch einmal tief ein, ausatmend. Setz deine Füße gerne mattenbreit auf. Lass deine Knie ganz locker zueinander fallen. Leg deine Hände ganz leicht auf deine Bauchdecke. Lass deinen tiefen Atem hier gerne schon gehen. Lass jetzt einfach deinen Atem so in dich ein- und ausfließen, wie er kommt und geht. Aber lenk hier in dieser Rückenlage noch einmal ganz bewusst die Aufmerksamkeit auf deinen Atem. Spür jedes Heben deines Bauchdecke. Jedes Senken. Bleib ein paar Momente ganz verbunden hier mit deinem Atmen. Vielleicht kannst du spüren, dass du auch hier mit jedem Ausatmen ein bisschen mehr ins Loslassen kommen kannst, ein bisschen mehr sich schon dein Becken so senken kann, loslassen kann. Bleib noch mit deinem Atem verbunden, bleib noch der Beobachter deines Atems hier. Und dann komm gerne mit von hier aus direkt in Shavasana. Breite einfach deine Beine aus, leg deine Arme. Vielleicht hast du ein bisschen Platz, gerne ein bisschen weiter von dir entfernt ab. Vielleicht möchtest du dich aber auch noch zudecken, nimm dir auf jeden Fall die Zeit dafür. Komm hier an in deiner Position zur Abschlussentspannung. Finde deine Position, die für dich angenehm ist, in der du loslassen kannst, dich auf die Matte sinken lassen kannst. Lass noch einmal ganz bewusst deine Zehen zu den Seiten fallen, so ganz locker. Deine Handinnenflächen zeigen zur Decke. Dein Atem fließt auch hier ganz natürlich, wie er kommt und geht. Spür noch einmal bewusst die Verbindung deines Körpers zum Boden.
Spür deine Fersen auf der Matte aufliegen. Spür deine Waden auf der Matte. Deine Oberschenkel, dein Gesäß. Spür deinen Rücken auf der Matte aufliegen, wander von unten nach oben Richtung Schulterblätter. Spür deine Hand, Außenflächen, deine Ellbogen, deine Schultern auf der Matte aufliegen. Dein Nacken ist entspannt, dein Kopf liegt locker auf. Entspanne nochmal deinen Unterkiefer, deine Zunge, den Bereich um deine Augen, deine Stirn. Und beobachte auch gerne hier in Shavasana deinen Atem in deinem Bauchraum, wie er kommt und geht. Und vielleicht kannst du dich mit jedem Ausatmen so ein Stück mehr auf die Matte sinken lassen. So ein Stück mehr in dein Loslassen kommen, Richtung deiner Entspannung gehen. Genieße ein paar Momente Shavasana hier für dich. Beginne dann langsam, damit deine Finger und Zehen wieder so leicht zu bewegen, deine Hand- und Fußgelenke zu kreisen, dich langsam zu rekeln, vielleicht nochmal so 2, 3 tiefe Atemzüge zu nehmen. Vielleicht magst du dich auch noch mal in die Länge strecken, deine Arme hinter deinen Kopf strecken. Folge da ganz deiner Intuition, was du jetzt gut brauchst. Wenn du soweit bist, dann nimm deine Knie noch einmal zu dir ran, umarme sie und leg dich noch einen kleinen Moment mit deinem gesamten Oberkörper auf deiner rechten Seite ab. Dreh dich einmal so auf rechts, bleibe einen Moment dort. Um dann von da aus wieder zu deinem stabilen Sitz zurückzufinden, den du zu Beginn eingenommen hattest. Versuch gerne mit geschlossenen Augen deinen Sitz hier wieder zu finden. Richte dich auf. Und nimm dir noch einmal die Zeit, deine Aufmerksamkeit in deinen Körper zu lenken. Noch einmal zu spüren, wie geht es dir jetzt nach deiner Yogastunde auf körperlicher Ebene. Versuch auch einmal noch ganz bewusst die Aufmerksamkeit
auf deinen Atem zu lenken. Wo spürst du deinen Atem gerade? Wie fließt dein Atem? Und dann sende ein großes Dankeschön an dich, dass du dir diese Zeit geschenkt hast. In letzter Zeit, in den letzten Wochen ging es viel um Schenken. Du hast dir bestimmt viele Gedanken gemacht. Umso schöner, dass du dir jetzt Zeit nur für dich geschenkt hast. Bedank dich dafür bei dir. Dann öffne gerne wieder deine Augen, nimm die Hände zusammen, Namaste. Noch für einen tiefen gemeinsamen Atemzug, nimm ein, atme deine Hände nach oben. Ausatmen, senk deine Arme über die Seite ab. Deine Hände noch einmal, Namaste, wenn du magst, verneige dich. Namaste, vielen Dank. Ich wünsche euch immer mal wieder eine Pause zwischendurch, eine Stunde Zeit für euch, vielleicht auch mal einen kurzen Moment, aber versucht, das für dich zu etablieren und spür vielleicht, wie gut es dir tun kann. Habt schöne Weihnachtstage, schöne Ferien und dann bis bald. Tschüss.